Sehr geehrter Herr Minister Vogelsänger, liebe Frau Künast, liebe Freunde und Gäste des Ökodorfes Roduwien, liebe Obmeyers und liebe Mitarbeiter. Das Ökodorf Roduwien wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Es ist so viel passiert auf diesem Flecken Erde, in diesem kleinen Dorf. So viel Energie und kreativer Reichtum sind in 25 Jahren zutage getreten, dass wir heute die Früchte daraus in unseren Händen halten. Biologisch erzeugte Lebensmittel waren vor zwei Jahrzehnten nicht annähernd so fest im Bewusstsein der Verbraucher wie heute. Das wünscht man sich für andere Städte auch. München hat es vielleicht auch mit den Hermannsdorfer Landwerkstätten oder anderen, dass es irgendwo eine Marke gibt, wo man weiß, da greife ich hin, brauche ich gar nicht weiter gucken, wenn ich diesen Ehrenkranz mit der Kuh, dem Horn und diesen undefinierbaren etwas dahinter sehe, ja, dann bin ich immer irgendwie richtig. Das ist eine Marke. Das suchen die Kunden doch. Die müssen nicht mit dem Lexikon für Übersetzung, Fachchinesisch und Lupen in den Laden gehen, sondern ein Zeichen, wo sie wissen, das ist eine Marke und zwar doppelt. Das Produkt hat Qualität und die Natur da drumherum oder die soziale Frage bietet auch eine gewisse Qualität. Und so war für uns bis zu dem Biozeichen von Frau Künast wirklich jede neue Investition, jeder neue Tätigkeitsbereich ein Schritt, ja, ins Dunkle. Und dabei muss man wissen, Landwirtschaft war eigentlich gar nicht ursprünglich unser primäres Anliegen. Wir wollten beide etwas beitragen zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes. Für mich ist Roduwien, für uns beide, ein Beispiel gelungener Wiedervereinigung. Und das ist heute meine größte Freude. Drei Menschen sind zuvörderst zu erwähnen. Das ist zunächst meine Frau, die in der Tat mit ungeheurer Geduld und Kraft meine, nein, nicht Abenteuer, sondern mein unternehmerisches Anliegen verbunden mit unserem Bestreben zur Wiedervereinigung beizutragen, gestützt hat. Das zweite ist Herr Krenz, der Ackergaul, der vor Ort jeden Tag den Karren gezogen hat und der ein breites Kreuz hat und der viel, viel aufgefangen und abgefangen hat. Und das ist drittens Ludolf von Malzahn. Was gibt es Schöneres für einen Unternehmer, wenn er 10 Jahre nach dem Generationswechsel sagen kann, er ist voll gelungen? Das ist für mich eine der besonders großen Freuden. Herr von Malzahn hat mein unternehmerisches Konzept, dass wir zur ökologischen Landwirtschaft die Veredelung und die Direktvermarktung hinzunehmen müssen, vollständig fortgeführt, erheblich intensiviert und ausgeweitet. So stehen wir Kindseltern nun heute ziemlich glücklich hier. Danken für Ihren Besuch, Ihre Anerkennung, Ihre Anteilnahme. Bleibt nur noch ein schönes Fest zu wünschen. Erfolgreiche 5 Jahre bis zum 30. Das ist überhaupt das allerschönste Alter. Und 2 Dinge mit auf den Weg zu gehen. Der eine Punkt ist, arbeiten Sie weiter so, dass man das große Vertrauen in die Marke Roduwien haben kann, weil es geht alles über das tatsachengestützte Vertrauen. Und zweitens, an die Städte sage ich natürlich, erhalten durch Aufessen. Sie verstehen.